begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche am Ende des Tages. Ich habe einige Zuschriften von euch bekommen. Vielen Dank dafür, wo mir einige schon berichtet haben, wie stimmig das war in der letzten Woche mit dieser Wegspaltung, nenne ich es mal, mit diesen getrennten Welten, Weltenteilungen oder was da so alles auch an Beschreibungen von euch kam. Das war sehr hilfreich, auch für mich nochmal so zu hören, dass tatsächlich da einfach jetzt ein paar Dinge wirklich ins Paradox gehen, also wo man wirklich sagen kann, zum einen dies, zum anderen das und auch so Wegscheidungen jetzt für einige vielleicht angestanden haben. Ja, so klare Trennungen oder klare Abspaltungen oder auch ein Entweder-Oder oder ein Sowohl-als-auch. Beides ist ja möglich von der Interpretation her. Ja, also danke dafür. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wochenorakel auch ein ganz klein bisschen an die vielleicht Ergebnisse, möchte ich es mal nennen, der letzten Woche anschließen mögen. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein. Und die erste Karte, die hier kommt, mag eben genau an dieses Wochenorakel der letzten Woche anschließen. Die Engel sagen, ein neues Thema oder intellektuelles Projekt begeistert dich total. Es gibt so viel zu lernen, bevor du dich bereit fühlst, den nächsten Schritt zu tun. Neue Informationen verlangen unter Umständen eine Änderung deiner Pläne. Da meine ich eben, dass das auch sein kann, dass das ein Ergebnis aus der letzten Woche ist. Schau dir alle Dokumente genauestens an. Du kennst, begegnest oder bist jemand, der es liebt zu lernen und Wissen zu teilen. Diese Person ist brillant und ehrlich, aber auch direkt und nicht sehr diplomatisch. Also, es klingt ein bisschen nach einem Aufbruch in dieser Woche, als wenn ihr etwas Neues anpackt mit einer gewissen Tatkraft und Entschlossenheit, dass ihr merkt, vielleicht haben Erkenntnisse aus der letzten Woche dem einen oder anderen geholfen, nochmal klarer zu sehen, nochmal, ja eben, ich habe so ein Entschlossenheitsgefühl, entschlossener zu sein dabei, nach vorne zu gehen und das anzustreben, was ihr euch wirklich wünscht in eurem Leben, was ihr kreieren wollt in eurem Leben. Ja, und auch die Missstände, die vielleicht da gewesen sein mögen, auch wirklich anzugehen. Die Engel sagen auch, du warst verwirrt im Hinblick auf eine Situation in deinem Leben. Doch plötzlich ist dir alles sonnenklar. Egal, ob dir die Wahrheit von deinen Engeln offenbart oder von einem Freund enthüllt wurde oder du sie selbst entdeckt hast. Es fühlt sich wunderbar an, wach und bewusst zu sein. Zögere nicht und bitte um eine Zeit des Alleinseins, falls es das ist, was du jetzt brauchst. Ja, also hier sehen wir schon, dass es Erkenntnisse gegeben hat im Hinblick auf eine Situation. Für den einen oder anderen mag das eben in der kommenden Woche vielleicht so kommen. Vielleicht eben aber auch das Fazit aus der letzten Woche sein. Kommt eben ein bisschen drauf an, wie es sich bei euch so fügt. Aber ihr erlangt Klarheit und ihr bekommt einfach Eingebungen von oben oder von eurem Innersten, vielleicht auch von einem Menschen im Außen, was euch zeigt, dass das alles so richtig ist, wie es ist, dass ihr auf dem richtigen Weg seid oder dass die Veränderungen, die ihr so vorhabt, stimmig sind. Und das ist, ja, ist eher positiv zu sehen, ja, eine positive Erkenntnis. Und die Engel sagen auch, schreite beschwingt voran und akzeptiere kein geht nicht. Rechne mit wunderbaren Lösungen. Also es geht darum, zu erkennen, dass alles so, wie ihr es jetzt vorhabt, richtig ist. Jetzt ist wichtig, dass ihr so weitermacht, dass ihr entschlossen weitergeht, dass ihr nicht akzeptiert, dass jemand sagt, ja, geht aber nicht, nee, müssen wir irgendwie anders machen, vielleicht ein andermal, wie auch immer. Ja, also rechnet mit guten Lösungen, wenn ihr hier einfach weitermacht, so wie ihr das haben wollt, wenn ihr eure Vorstellungen durchzieht und sagt, so wünsche ich mir das und daran halte ich auch fest. Und wenn es das so nicht gibt, wenn jemand da eine Tür zumachen sollte vielleicht, dann wählt ihr eine andere Tür. Die Engel führen euch nämlich zur Antwort auf eure Gebete. Bitte folgt den Schritten, die sie dir durch deine Intuition, Gedanken und Träume mitteilen. Also in der kommenden Woche werdet ihr sehr, sehr stark, ist mein Gefühl, Eingebungen bekommen, ja, durch verschiedenste Kanäle, hell sehen, hell fühlen, hell wissen, hell hören, ja, vielleicht auch durch Träume. Das ist sehr unterschiedlich, wie das euch erreichen mag oder durch andere Menschen. Und das sind Antworten auf eure Gebete. Also ihr habt vielleicht um etwas gebeten und wisst jetzt nicht, warum kommen jetzt bestimmte Ergebnisse zustande, aber die haben damit zu tun. Die Engel sagen, habt bitte Vertrauen, dass wir euch jetzt führen. Und zwar sehr, sehr stark, werden wir gleich noch sehen bei den letzten beiden Karten. Also es kommen viele, viele Eingebungen auch von oben über das Kronenchakra. Die Karte hatten wir auch schon mal. Bleibt sehr aktiv. Wir sehen hier, dass hier oben durch das Kronenchakra eben die höhere Intuition vom höheren Selbst durchkommt. Ich weiß, dass ich ein Teil der Quelle bin und mein Leben wird durch göttliche Weisheit geführt. Also
Ihr empfangt die Botschaften des Göttlichen, ihr empfangt die Informationen, die ihr braucht, um eure Situation, um das, was ihr anstrebt, die nächsten Schritte besser durchleuchten zu können, das Gefühl zu haben, zu wissen. Gerade durchs Kronchakra ist immer ein Zeichen für Hellwissen, einfach zu wissen, was richtig ist, zu wissen, was zu tun ist, zu wissen, was kommt, zu wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also das kommt sehr stark durch. Ich hab für mich so das Gefühl, als wenn wir alle in der nächsten Woche wirklich starke, starke Erkenntnisse bekommen werden. Und auch das dritte Augechakra ist hier eingeblendet und gemeint. Ja, also auch die Intuition über das Hellsehen. Ich sehe die Weisheit meines höheren Selbstes und wende es als Weisheit in meinem Leben an oder wende diese Weisheit in meinem Leben auch an. Also die Engel bitten uns wirklich, nach innen zu gehen, auf unsere Intuition, auch unser Herz zu hören, dem Weg zu folgen, diese Schritte zu beherzigen, könnte man auch sagen, und vertrauensvoll dem Weg zu gehen. Ja, nicht zu zögern, nicht zu zweifeln, sondern wirklich Vertrauen zu haben, dass das, was ihr wahrnehmt, geführt ist, dass ihr gut angebunden seid, dass die Anbindung wahrscheinlich sogar in der kommenden Woche für viele noch stärker wird, noch deutlicher, damit ihr wirklich die richtigen Schritte gehen könnt. Ja, aber es erfordert auch Vertrauen und Entschlossenheit, dann auch Taten folgen zu lassen. Also ein ganz kraftvolles, tolles Orakel für die kommende Woche wünscht euch allen von Herzen. Entschlusskraft und gute Anbindung und Vertrauen in die höhere Führung, in die Engel. Bittet sie um klare Zeichen, wenn ihr das braucht. Und ja, schickt euch von Herzen Licht und Liebe und sagt bis bald.